Römerland Carnuntum 2040. Ein passender Name für das Projekt des Regionalentwicklungsvereins Römerland Carnuntum. Ziel ist es, die Region mit Erfahrung und Kompetenz in eine lebenswerte Zukunft zu führen. Wir wollen 2040 die Top-Region in Europa mit der höchsten Lebensqualität sein. Wir bauen in unserem Forschungsprojekt auf Lena auf. Das ist so, wenn man so will, einer der Vorläufer in dem Projekt. Jetzt ist es so, dass wir vor neuen Herausforderungen stehen. Wir sind eine Wachstumsregion. Wir wachsen innen und wir haben einen Wachstumsdruck, der von außen auf uns kommt. Nicht nur was die Bevölkerung anbelangt, auch was Infrastruktur anbelangt. Grundsätzlich positive Dinge. Klar ist allerdings, dass mit den Chancen die Herausforderungen wachsen. Und dadurch haben wir gesagt, wir brauchen für die neuen Herausforderungen neue Methoden, neue Instrumente in der Regionalentwicklung. Hinter dem Projekt steht der Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum, gemeinsam mit dem Club of Rom Carnuntum. Der repräsentiert die Forschungsabteilung des Regionalentwicklungsvereins und die beiden Universitäten, die in Wien angesiedelt sind. Die Technische Universität Wien mit dem Department für Raumordnung und Raumplanung und die Bodenkultur Wien, die auch die wissenschaftliche Leitung in diesem Projekt übernimmt. Wir aus der Forschung haben drei methodische Bausteine mitgebracht. Der erste Baustein sind die Szenarien. Szenarien sind dazu da, um Zukunftsentwürfe für das Jahr 2040 gemeinsam zu entwickeln. Der zweite Baustein sind Serious Games. Das ist ein Spiel mit und für die Region entwickelt, designt, um verschiedene Handlungsoptionen auszuloten. Und der dritte Baustein sind Regiolabs, wo wir konkret in die Umsetzung gehen wollen. Im Rahmen des Forschungsprojektes möchten wir diese neuen Zugänge und Methoden und Instrumente der Regionalentwicklung 4.0 erproben und anwenden. Dazu wurde auch der Zukunftsrat ins Leben gerufen, wo versucht wird, mit den Gemeinden, mit Vertretern aus der Zivilgesellschaft diese zu entwickelnden Methoden auch direkt anzuwenden und in der Region in einem sozusagen Reallabor zu erproben. Was mich sehr angesprochen hat, das heißt lustvolles Arbeiten, und damit hat man mich schon gehabt, das finde ich spannend. Und in 20 Jahren bin ich in der Generation, wo jetzt meine Mutter ist, meine Kinder sind in meiner Generation und es wird hoffentlich auch schon eine neue geben. Und denen soll es gut gehen im Jahr 2040. Und das ist spannend, dabei sein zu können. Die Bevölkerung ist motiviert, die Wissenschaft voll bei der Sache. Doch was passiert denn nun konkret mit den Daten? Die Ergebnisse und die Empfehlungen, die aus diesem Forschungsprojekt herausgehen, bleiben nicht einfach so stehen, sondern werden als Diskussionsgrundlage in die Vollversammlung des Regionalentwicklungsvereins eingebracht. Und viele dieser Empfehlungen werden sich dann auch wieder in der sogenannten ländlichen Entwicklungsstrategie finden. Und die ist ausschlaggebend für uns. Die setzt nämlich fest, welche Schwerpunkte wir in unserer Arbeit als Regionalentwicklungsverein legen. Als Endziel erwarte ich mir eine Entwicklungsstrategie, die von der Bevölkerung getragen wird und die auch aus der Bevölkerung kommt.